Servus miteinander und herzlich willkommen hier zurück zu den Autonauts. Ja, in der letzten Folge haben wir hier Stein und Holz automatisiert. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal weiter, was wir da so finden. Was ist ein Seedling Tray? Achso, stimmt ja, wo man die ganzen Teile da reinbacken kann. Workshop. Metallworkbench bringt uns momentan nichts. Clay Furnace. Crude Kiln. Ich glaube, wir bauen uns jetzt erst einmal ein Clay Furnace. Der kann von mir aus hier hin. Komm, latschen wir da mal hin. Weg mit dir. Wie viele Steine haben wir mittlerweile? 15. Das ist Clay, genau. Ich glaube, dafür brauchen wir eine Schaufel. Machen wir mal wieder hier Storage-Units hin. Also wir brauchen eine fürs Clay. Eine für... Schaufeln. Ich glaube, das reicht vorerst. Brauchen wir wieder 8 Planken. Kann ich dich irgendwie ausblenden? Wunderbar. So, stellen wir hier auf Planken um. Dann produzieren wir noch ein bisschen Holz. Wunderbar. So, ich glaube, ich baue noch, beziehungsweise zersäge noch 3 oder 4 weitere Planken. Wie läuft's denn hier eigentlich bei euch? Ihr kommt gut zurecht, habe ich gehört. Ah, da wird's geil. Ich brauche bald einen Auflader für den Auflader. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Da müssten eigentlich 2 von denen rumrennen. Die ganze Produktion hier nicht zu stehen kommen soll. 2 Äxte haben wir noch. So, wunderbar. Ich muss mal auch die gesamte Werkzeugproduktion automatisieren. Und jetzt erstmal die Storages hier. Moment. Da brauchen wir Clay für. Oha. Nun denn. So, Schaufeln. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann da auch ein paar mehr Schaufeln machen, da kann ich da drüben wieder auffüllen, verstehst du? Oha, ich brauche da eine Plank. Jetzt direkt mal 2 mit. Schadet uns kein bisschen. So. Kann ich hier vielleicht mal eine reinhauen? Der Rest kommt dann da oben hin. Immer dieses ewige Hin- und Her-Gerenne. Ich frage mich, wie ich das mache, dass ich denen alternative Aufgaben gebe, dass sie erstmal entscheiden, mache ich das jetzt so oder so. So. Freundchen. Du holst dir eine Schaufel und buddelst Clay. Du kannst ja die Schaufel wieder ablegen. Repeatest das und viel Spaß dabei. Weg damit. Dann sammelst du mir hier das ganze Clay ein, das er abbuddelt. So. Du hast hier den leichteren Job, Freundchen. Und repeat. Viel Spaß dabei. Dann brauchen wir natürlich noch einen Aufzieher hier. Weißt du was, ich gönne mir jetzt noch eine zweite Bench.
Für die kann man so einfach austauschen. Zwei Loks, vier Planks, ein Stein. Dann automatisiere ich jetzt zumindest schon mal die Holzverarbeitung. Und noch ein Stein. So, wunderbar. Dann kommen hier genau die Teile. Und hier kommen die Teile hin. Dann bräuchte ich eigentlich noch einen weiteren Storage-Behälter. Für Planken. Wunderbar. Eigentlich reicht es, wenn da einer automatisiert. Dann brauche ich halt noch zwei Roboter oder so. Schauen wir mal, ob wir da genug Puls drin haben im Stapel. Der war nicht danach aus, oder? Da haben wir gesagt, dass wir hier Puls machen. Genau. Immer weiter. Ich brauche mehr Roboter. Deutlich mehr. Weißt du was, Kumpel? Ich habe da einen speziellen Job für dich. Moment. Habe ich da schon was reingetan? Ja. Den muss ich fertig machen. Das nur ein ablegen müssen. So. Du. Holst dir hier mal ein Wooden Gear. Schmeißt es hier rein. Dann holst du dir hier vier Planken. Dann holst du dir vier Poles. Oh. Das versteht er nicht. Ja, das versteht er nicht. Vergiss es. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Alles klar. Du Freundchen, gehst mal hier hin. Du holst dir hier Holz. Und zersägst das Ganze dann. Dann nimmst du dir vier Planken. Und bringst die hier rein. Ganz genau. Dann repeatest du das. Viel Spaß. So, und dann bräuchte ich noch eine Storage Unit für Sticks. Aha. Das wird sowas von schief gehen. 1, 2, 3, 4. So, Freundchen. Geh mal hier hin. Du holst dir hier eins. Zersägst es. Holst dir eins, zwei, drei, vier. Packst ihn dann hier rein. Eins, zwei, drei, vier. Das kannst du dann bitte für immer machen. Go. Sobald die Storage Units voll sind, müssten die eigentlich aufhören, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr gut. Dann nehme ich das hier alles noch an mich. Bauen wir noch ein paar Räder. Eigentlich warten wir da oben darauf, dass er da müde wird. Einer noch. Gut. Kohle könnten wir hier herstellen und Eisen. Brauchen wir denn für zwei Loks? Weißt du was? Kohle, Eisen. Ach ja, das machst du selber.
will ich ja nicht durcheinander bringen. Ja, Planken haben wir momentan genug. Das läuft. Grelle Überwahnsinn, ne? Also gut. Logs, Kohle, Eisen. Das rohe Eisen können wir von da unten holen. Passt dann schon. Ja klar, da kommen die nicht mehr voran. Sobald ich da ein weiteres Holzlager 1 anlege, müsste das hier auch größer werden auf 200, oder? Moment. Nicht rechtsklicken. Genau. Wunderbar. So, bauen wir noch einen Roboter. Oder 2 oder 300. Zwei, drei, vier. Noch ein paar Poles. Ich werde durch irgendwo ein Außenlager hinsetzen. Wunderbar. Schon bald läuft die Kohleproduktion. Bitte alles aufnehmen. So, wunderbar. Aha. Genau, zwei Loks. Basic Workbot. Du holst dir einen Lok, haust ihn hier rein. Holst dir einen Lok, haust ihn hier rein. Repeat. Spaß dabei. Du Freundchen. Holst dir hier die Kohle und lagerst sie hier ein. Repeat. Viel Spaß. So, läuft. Ich glaube, das wird jetzt meinen Holzvorrat da hinschwinden lassen. Mhm. Vielleicht lasse ich einen Roboter schon mal planken und Sticks da reinwerfen. Da muss ich eigentlich einfach nur ein Rad reinwerfen. Komm mal schneller voran. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? So, hier hin. Und da rein. Oh, guck mal, da geht ihnen langsam die Energie zu Neige. Vielleicht arbeiten ja dann überschneidend, die sich gegenseitig auffüllen. Der Radius müsste ja groß genug sein, ne? Guck mal, der läuft ja bis hier hin. Haben wir es bald mit den ganzen Gerätschaften? Na komm, gib mir mal bitte nochmal so einen Ofen. Für den haben wir ja Loks benötigt, ne? Ne, Clay. Und noch eins. Super. Weil noch füllen die sich auf. Für Eisen benötigen wir ein Charcoal und ein Metal Ore. Alles klar. Freundchen? Du. Holst dir ein Eisen. Packst es hier rein. Dann holst du dir ein Charcoal. Packst es hier rein. Und das kannst du bitte für immer und ewig machen. So, dann brauchen wir noch einen Aufräumer. Du. Holst dir das Metall. Und packst es hier rein. Go. So. Das läuft.
glaube, jetzt wird langsam Zeit, die Teile hier wieder zu auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Eisen und Dingskirchen und Kohle. Läuft. Weißt du was? Wäre nicht verkehrt, wenn hier noch ein zweiter mit aufräumt. Du. Hol dir doch mal bitte das da. Droppen. Viel Spaß dabei. Ja, Seeds sind auch bald voll. Dann haben wir hier wenigstens nicht mehr so eine riesige Unordnung. Die große Frage ist, füllen die sich jetzt gegenseitig auf? Ja, nein, vielleicht. Wobei, brauche ich da ein Upgrade? Die machen das doch schon, dass es passt. Rocking Chair. Crude Kiln. Weißt du was? Ich baue dich mal hier hin. 10 Steine. Die Frage ist, was können wir da drin machen? Mal 4 und dann nochmal 2. Das müsste dann 10 ergeben. Dazu muss man kein Mathe-Genie sein. Crude Bricks. Ein Log. Guck mal, wie das Holz hier weggeht. Oha, ich glaube, ich muss meine Holzproduktion erweitern. Na gut, das lassen wir erstmal. Solange wir das Zeug nicht brauchen, können wir ja weiter gucken. Millinery Bench, Spinning Wheel, Clay Station. Hat das irgendwas mit einer Playstation zu tun? Ein Wheel, ein Pole, ein Stone, Plank. Alles klar, holen wir erstmal den Stone. Das sind noch 4 Planks. Bin auch mal gespannt, was sich da alles so machen lässt. Muss mal gucken, ne? Das schaltet auf keinen Fall. Ist das hier liegen so viele Poles rum? Ja, hier ist voll, deswegen geht da nichts mehr voran. Das ist schon, dass sie sich selbst regulieren. Und noch ein Wheel. Das ist ein Gear. Na komm, ein Wheel bekommen wir hin. Kostet ja nur 2 Planken. So, und rein damit. Ach, eine Pottery. Crude Bricks. Wasser. Clay, also Clay, Straw und Water. Brauche ich einen Wassertank irgendwo? Ist das hier Wasser? Ja. Gut. Kann ich hier einen Wassertank hinstellen? Waschtube. Milk Storage, Water Storage. Planken und Poles. Komm mal hin. Oh, meine Holzvorräte werden langsam wirklich sehr eng. Jetzt muss ich ja nochmal gucken, wie nochmal ein Eimer ging. So, Eimer. Flowerpot braucht keiner. Ein Eimer. Hier, ist ein Bucket. Guck mal, was es hier sonst noch alles gibt. Alter Schwede. Na, ich brauche erstmal einen Eimer.
aus Holz. Zwei Planken. Was ist jetzt sein Problem? Nun gut, du kommst mal hier hin. Dann darfst der Kleine hier mal auffüllen. Oh, höchstwahrscheinlich wartet er darauf, dass wir Holz haben, ne? So, Freundchen. Guck mal. Holst dir hier das mal. Dann holst du Wasser. Das haust du dann hier rein. Dann stellst du den Eimer wieder ab. Dann fängst du wieder von vorne an. Go. Gucken, ob das so hinbekommt. Wunderbar. Ja, wir könnten noch ein bisschen weiter aufklären. Wenn die ganzen Leute hier wieder alle einsammeln. Denen ein Zuhause geben. Wer will das denn schon? Unsere Holzindustrie müssen wir definitiv erweitern. Ja gut, ich glaube, das machen wir mal schnell. Was in dieser Folge noch hinbekommen? Weil die Folge ist ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Zahnrad. Planken. Und Poles. Komm, noch mal ein. Da noch mal Poles und Planken. Das läuft dann schon. So. Da könnten wir langsam mal auf Eisenwerkzeuge umsteigen. Ich glaube, das ist momentan noch nicht nötig. Wir gehen mal hier hin. So. Du. Wo ist denn eine Schaufel? Buddelst damit ein Loch und legst die Schaufel wieder weg. So, wunderbar. Worauf wartest du eigentlich? Worauf wartest du? Nieres Blank. Ach, hier fehlt eine. Ach, der braucht da eine, sonst funktioniert das bei ihm nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Leute, die Löcher buddeln. Brauche ich dann noch jemanden, der hier mit anpflanzt? Oder schafft der es alleine? Ich glaube, wir brauchen noch jemanden, der mit abhackt. Du, geh mal mit hierher. Hol dir eine Axt. Moment. Hol dir eine Axt. Fäll einen Baum. Und leg die Axt wieder weg. Repeat. Viel Spaß. So, dann sollte es mit dem Holz wieder vorangehen, ne? Da wir zu viele Löcher haben, könnten wir durchaus noch jemanden gebrauchen, der sich darum kümmert, dass da wieder angepflanzt wird. Ja, das ist das Problem, wenn man alles automatisiert, ne? Dann geht irgendwann halt gar nichts mehr voran. Holztechnisch. Aber sobald das hier alles soweit voll ist, haut das schon hin. So, Freundchen, geh mal hierher. Du holst dir hier mal einen Cree-Seed, pflanzt den an. Nee, Moment, das machen wir komplett von vorne. Also nochmal. Cree-Seed.
anpflanzen. Na komm, mach mal nochmal von vorne. Ah. Also nochmal. Seed holen. Pflanzen. Und repeat. So. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Ausbeute verdoppelt. Wie viel Wasser haben wir denn mittlerweile? 26. Stroh. Ja, Stroh wird ein Problem. Definitiv. Bis dahin fehlt ja noch so einiges. Moment, dann haben wir halt eher das Holzproblem. Dass die ganzen Eicheln hier kaputt gehen. Beziehungsweise hier irgendwann mal despawnen werden. Das nervt ja auch ein bisschen. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bald fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!